Wird es weniger? Nö, 50. Okay. Also ganz tolle Pumpen. Da. Ganz tolle Pumpe da. Was fehlt für ganz tolle Pumpen? Wieder Stahl. Geht es jetzt besser? Jetzt ist es leer. Wow. Was war das? Es war kurzfristig leer und jetzt müllt sich das wieder voll innerhalb von Sekunden. 80 Sludge. Okay, wir brauchen definitiv bessere Rohre, bessere Pumpen. Weil daran scheint es wirklich zu liegen. Auch wenn wir jetzt zig Pumpen da dran haben. Das heißt, wir machen das Ganze hier auch nochmal. Den da weg. Pumpe, Pumpe. Ja, da muss unbedingt noch eine Vierer hin. So, das war ein Problem, das wir jetzt nach und nach auch wieder angehen müssen. Nächstes Problem ist hier. Die Dinger arbeiten nicht schnell genug. Dafür brauchen wir die ganzen Speed-Module. Und die Speed-Module... Fangen wir an. Dafür brauchen wir Stahl. Okay, also Plan, Stahl klauen. Mal wieder. Ich hätte echt, als ich die Idee hatte mit dem Stahlgießen, das machen sollen. Wir mussten seitdem jetzt schon dreimal hier hinlaufen. Gib her, gib her. Aber dann müssten wir extra Komplex bauen für das Stahlgießen. Dann müssten wir einen Komplex bauen für die Carbonherstellung. Den Carbon dann zu dem Stahl hochbringen. Und dann das flüssige Eisen mit dem Carbon zusammen zu Stahlgießen. Und dann den Stahlabtransport. Und da wäre ich 4 Folgen oder was mit beschäftigt. Das ist jetzt gerade nicht so praktisch. Weil wir ja doch akutere Probleme haben. Sludge und... Sludge und Sludge. Ja, hier ist auch relativ voll. Also, momentan, ne? Problem ist, weil wir das beides über ein paar Rohre laufen lassen. Hier. Ich gucke nach einer guten Stelle, wo ich noch Sludge lang laufen lassen könnte. Damit das Eisen meinetwegen von oben in den Tank reinkommt und der Kupfer von oben in den Tank. Dann müssten wir es doch wieder oben rum machen. Hm? Haben wir die Bahn jetzt eigentlich erforscht gehabt? Ja, ne? Machen wir kurz die Bahnschienen. Ja, es hat einen Grund, dass ich jetzt mit den Bahnschienen anfange. Das ist jetzt nicht, boah, ich lass mich mal ablenken. Das ginge. Das ginge. Ich habe nämlich überlegt, dass ich hier die hier hochkommen lasse, da hochkommen lasse, da hochkommen lasse. Dann treffen die sich hier zu einem Rohr und das eine Rohr geht dann hier unterirdisch da rein. Das war die Idee gewesen. Aber vorher wollte ich halt wissen, ob hier noch Platz ist für die Bahngeschichte, die ich hatte. Weil es ist eine schöne Idee, dass die Bahn jetzt hier reinfährt und das dreckige Erz direkt auf die Fließbänder schmeißt. Wobei sie dann hier entladen werden müssten. Nee, komm, wir füllen das hier oben auf, dann haben wir da schön Platz und dann ist gut. Also, wir haben den Platz hier unten für gewisse andere Projekte, wie das mit dem Sludge eben gerade. Also gut, dann hol mal bitte den Sludge von da raus. Von da raus. Von da raus. Gib dem jeweils einen Tank. Was haltet ihr davon? Bau mal 3 ganz kleine Tanks. Und dann muss das hier auf der Höhe runter. Also da. Nein, keine Fabrik bauen. Da geht's runter. Und da kommt's raus, damit wir hier noch Platz für Pumpen haben. So, kann ich dazwischen durch? Ja, sehr schön. So, das. Tank. Ja, aber kein Platz für Pumpen. Oh. Füllt er sich schnell. Also ja, wir können ihn mal ganz kurz ransetzen, damit sich die da oben erleichtern können. In die Tanks rein. Wenn das denn hier leer ist.
Das macht das so schnell voll. Nö. Tanks sind doof. Brauchen zu viel Platz. So ein, kein so ein 3x3-Tank wie das hier, sondern so ein 2x2-Tank oder ein 1x1-Tank. Wenn auch nicht so groß, wäre vielleicht mal ganz praktisch. Aber ich denke mal, so ein MK10-Rohr ist schon ein guter Tank. Die werden ja immer größer vom Volumen her. Oder diese Pipelines, die wir ja auch mal gesehen hatten im Forschungsbaum. So, wir brauchen jetzt die da wieder. So, also die kommen jetzt von da, sollen da rein. Hier sollen noch zwei Pumpen hin. So. So, so, so. So, richtig. So würden die jetzt von da kommen, nach unten pumpen. Das heißt, die hier sind jeweils sinnfrei. So. Und es läuft alles über das eine Rohr, was ziemlich ausgelastet ist. Und es hat keine Pumpen. Und trotzdem funktioniert's. Was zur Hölle wollen die mir sagen? Ja, es funktioniert. Okay, trotzdem, Pumpen sind wichtig. Bau 3 von den tollen Pumpen. Da sind die Pumpen. Ja, hier, 3 Stück dahin. Und die saugen dann hoffentlich das ganze Zeug von da irgendwie auf und dann klappt das. Da. Flop. 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 Warum kann ich da keinen bauen? Kurios, okay. Sind die jetzt leer? Nee, aber sie leeren sich nicht, ne. Kommt mal wieder auf 80. Boah, hier. 80. Hartnäckig da, hartnäckig. Aber fällt gleich unter 50. Ja, unter 50. Also so geht es. Aber nur marginal. Hier, nimm Speedmodule. Hauptsache irgendwas an Speedmodulen. Da, da, da. Weil es ist jetzt schön, dass wir es schaffen, alles abzutransportieren. Wenn sich da unten jetzt alles staut und wir dann gleich gar keine Produktion mehr hier haben. Okay. Also Kupfer sollte jetzt wieder einigermaßen funktionieren. Ja, die Ärmchen hier lasse ich mal so im Raum stehen, ist okay. Falls jemand Tipps dazu hat, wie das mit den Pumpen ein wenig besser funktioniert oder was ich hier allgemein falsch mache, warum ich den Sludge nicht schnell genug wegbekomme, bitte in die Kommentare schreiben. Weil, also ich verstehe, wie die Pumpen funktionieren sollen, aber praktisch ist das sehr wenig, was die bringen. Selbst die Vierer. Gefühl zumindest. Oder ob halt die Rohre selber eine Begrenzung haben. Also nicht vom Volumen her, sondern vom, keine Ahnung, Druck. Wieder ein Angriff, wieder wo? Da unten, okay. Ja, das müssen wir uns im Auge behalten. Genauso wie wir im Auge behalten müssen, dass die sich da bald leeren müssen. Dafür sind die da eigentlich gedacht gewesen. So. Und dann müsste das Projekt auch erstmal abgeschlossen sein. Wir haben dann genug Eisen, wir haben dann genug Kupfer. Das heißt, in den nächsten Folgen werde ich immer mal wieder reingucken, ob alles so läuft, wie es laufen soll. Aber dann werde ich mich wirklich auf den Stahl konzentrieren, dass wir nicht immer da wieder rumlaufen müssen. Natürlich könnte ich das einfach mit elektrischen Dingens machen, aber ich will es hier dadurch auch begrenzen und ich will das Holz verballern. Weil wenn ich es nicht begrenze, wird es zu sehr verbraucht. Weil der Stahl selber gießen soll wesentlich praktischer sein. Wir brauchen halt nur vor diese Carbon-Geschichte. Und die Carbon-Geschichte bauen wir am besten hier unten hin, wo die Kohle eh lang läuft. Wo stellen wir das her? Da. Hergestellt in komischen gelben Dingern. Das finde ich immer so schön.
dass man da auch nicht raufgucken kann, welche gelben Dinger das sind. Es gibt 5 verschiedene gelbe Dinger, die das machen. Also entweder es wird wahrscheinlich eine Zentrifuge sein, ne? Kein Platz, kein Platz, kein Platz. Mach das mal lieber schön weit unten, nur für den Fall, dass wir noch kühlere Lava brauchen. Da, genau. Du kriegst einfach Kohle. Nimmst du das da vom Fließband. Und Wasser brauchst du auch. Nicht ernsthaft. Doch, brauchst du. Warum? Warum tut ihr mir das immer wieder an? Wasser, da. So, irgendwo hier unten. Da, Wasser. Das ist doch gut. Du geh da mal ein bisschen weiter oberirdisch. Und geh dann da runter. So, jetzt hast du Wasser, richtig? Richtig. Jetzt stellst du sowohl Kohle als auch Schwefel her. Was wir nicht brauchen. Also das Carbon kommt gleich hier auf dem Fließband, wird abtransportiert nach oben zur Stahlproduktion hier hinten irgendwo hin. Was haben wir mit dem Schwefel? Also theoretisch könnten wir es hier mit hinpacken, aber wir haben unendlich viel Schwefel. Es wird direkt hier produziert. Bräuchten wir dann nicht mehr, das stimmt. Die Sache ist nur, wenn wir dann irgendwann aufhören, Carbon zu produzieren, können wir auch keine Schwefelsäure mehr herstellen und die Verbindung würde ich ungern machen. Also eine Abhängigkeit davon, dass Stahl hergestellt wird und Schwefelsäure. Das muss nicht unbedingt sein. Ich würde das wirklich gerne, ne, separat nebeneinander laufen lassen. Und ich habe gerade den Arm rumgewedelt und das habt ihr gar nicht gesehen, aber ist egal. Ja, also wir werden die Schwefelbrocken einfach irgendwo in eine Kiste packen. Das heißt, gib mir mal ein intelligentes Ärmchen da. Was jetzt wieder dazu führt, dass es einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis die Kiste voll ist. Aber ich hoffe mal, das dauert ein bisschen. Und du filterst bitte. Wir machen einfach später eine aktive Provider-Chest raus. Das ist eine super Idee. Ach, deswegen 5. Weil es 5 Zentrifugenstufen gibt. Das erklärt natürlich einiges. Warum wir mit den Zentrifugen nicht hinterherkommen. Weil es MK1-Zentrifugen sind, verdammt. Ich brauche MK2, MK5000-Zentrifugen. Wo sind die? Die will ich sofort haben. 4? Nein. 5? Nein. Wir hatten doch eben gerade hier noch 7. Genau. 5. Wo sind die besseren Zentrifugen? Zeigt euch. Sniper Turret. Diamond Bullets. Hammer. Aber wir haben noch keinen einzigen Edelstein. Laser Gun. Oh. Braucht keine Alien-Dinger. Erforsch mal bitte in die Richtung. Ah. Warum braucht 4 Alien-Artefakte und 5, 6, 7, 8 nicht mehr? Das ist doch gemein. Gut, aber ja, in die Richtung würde ich auf jeden Fall gerne gehen, in die Laser. Zum Lasergewehr und den Lasershotgun später. Aber die Zentrifugen sind mir eigentlich ehrlich gesagt gerade wichtiger. Die müsste doch eigentlich hier bei dem Metallurgie-Zeug mit bei sein. Da ist die Zentrifuge. Alternativ wollten wir auch die Rohre noch machen. Aber die Rohre fallen unter was? Schnellere Fließbänder. Ditec-Inserter. Was ist vage? Ist das ein super duper duper schneller oder wie? Inserter Stick, nein, nein. Ich suche gerade nebenbei auch die Rohre. Aber irgendwie ist das Ganze für mich ein bisschen zu unerkenntlich.
Liquid Crafting 3. Erlaubt Liquid Crafting 7. Tungsten. Wir können dann aus Tungsten Kupferkabel herstellen. Das klingt irgendwie nicht so super effektiv. Habe ich alle schon geklickt? Lab Efficiency, nö. Also, ich will die besseren Rohre haben. Ich will... Ah, unter Strom. Ja, gut. Dann erforsch bitte das. Und ich werde mich die Tage umsehen müssen bei den Zentrifugen, wie ich da an die besseren Varianten rankomme. Also an die MK2, MK3 und so weiter. Weil das erspart uns hier eine ganze Reihe von denen aufzubauen. Und du fühlst dich auch langsam, das ist nicht gut. Ja, gut. Was sagt die Sludge-Produktion? Die läuft super. Ich ersetze euch mal durch die Schnellen. So. Oh, ihr seid alle schneller. MK1. So. Und die gar nichts haben. Bitteschön. Und ich schummel einfach mal. Ich kipp das mal in die Umwelt. Zack. Zack. So, und er kauft mir dadurch jetzt 2-3 Folgen Zeit. Hier. Da ist noch MK1 Rohr. Peinlich. Und keine Pumpe. Ah, das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Die haben wir schon, die haben wir schon, die haben wir schon. Die haben wir schon. So, warum hast du keine Pumpe, Junge? Zwei ganz normale Pumpen. Ja gut, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Nächste Folge steht wie gesagt an, dass wir die Stahlproduktion herstellen und dass das hier alles einigermaßen reibungslos läuft. Und dann werden wir gucken, wie wir das mit den Beißern machen. Weil ich sehe diesen Hügel. Den Hügel, dass wir 150 Alien-Artefakte brauchen, um an die besseren Waffen zu kommen, um die Beißer zu töten, um die Alien-Artefakte zu bekommen, um die Waffen, die wir, um die Beißer zu töten, überhaupt, ne, brauchen, zu bekommen. Das ist nicht so schön. Da unten war meine Ramschkiste. Aber ich glaube nicht, dass wir da so viele Alien-Artefakte über hatten. Da ist schon mal eine Pumpe. Die nehme ich mal mit. Plastik ist hier noch Rest. Nö. Null. Nada. Zip. Keine einzige Basis bisher zerstört. Ja. Das könnte problematisch werden. Aber wir werden dann versuchen müssen, eine Basis zu knacken. Mit Lasertürmen rankriechen. Was nicht so schön ist, aber was anderes fällt mir jetzt so nicht ein. Wenn euch was einfällt, also legitime Möglichkeiten, die Basen zu zerstören, dann immer her damit. Weil wir werden kein Exoskelett herstellen können. Dafür brauchen wir Artefakte. Wir werden keine guten Waffen herstellen können. Dafür brauchen wir auch Artefakte. Bleibt nicht sehr viel übrig. Aber gut, das gucken wir sich dann, wie sich das entwickelt. Bis denne.